Liebe Brüder und Schwestern, alles, was der Vater hat, ist mein, sagt Jesus heute im Evangelium. Alles, was der Vater hat, ist mein. Und dieser Geist Gottes, von dem Jesus spricht, er verkündet die Wahrheit, offenbart das Geheimnis Gottes, das die Apostel zuerst gar nicht richtig fassen können. Ja, solange Jesus noch nicht am Kreuz gestorben und glorreich auferstanden war, konnten sie nicht verstehen, nicht ganz begreifen, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Dass er wirklich der Sohn Gottes ist, ganz eins mit dem Vater. Aber der Geist Gottes, er offenbart die Wahrheit. Er führt hinein in das Geheimnis Gottes. Er lässt uns diesen einen, dreifaltigen Gott immer tiefer erkennen und bezeugen. Ja, auch wir haben diesen Geist Gottes schon empfangen. Diesen Geist der Wahrheit, der Liebe, des Friedens. Diesen Geist der Gotteskindschaft. In der Taufe wurde er uns geschenkt. Und neuerlich haben wir ihn in der Firmung empfangen. Dieses Feuer von oben, von dem wir heute in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte gehört haben. Ja, da kommt der Geist Gottes mit Kraft, mit Macht, wie ein Sturm. Machtvoll offenbart er sich im Brausen, sodass alle es wahrnehmen, ja, alle Menschen zusammenlaufen in Jerusalem und sich nicht erklären können, was da geschieht, bis die Apostel erfüllt von dieser Kraft des Geistes Gottes es bezeugen und verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Retter und Erlöser, der Messias ist. Ja, und wie wunderbar wirkt der Geist Gottes in den Aposteln, in den ersten Jüngern, Jüngerinnen. Er schenkt diese Kraft, diese Macht, diese Stärke, alle Angst zu überwinden, alle Menschenfurcht zu besiegen und die Wahrheit zu verkünden. So möchte dieser Geist Gottes auch uns stärken zum Zeugnis, denn auch wir sind berufen, dieses Evangelium zu verkünden, zu bezeugen. Wir sollen missionarisch sein. Die Kirche ist zutiefst missionarisch und jeder Getaufte ist vom Herrn Jesus berufen, ja, dieses Glaubenszeugnis weiterzugeben, dieses Zeugnis abzulegen, dass Jesus der Retter und Erlöser ist, der Sohn Gottes. Aber das können wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, bitten wir immer wieder neu diesen Geist Gottes. Wie die Urgemeinde in Jerusalem, wie die Apostel, die ja im Obergemach, wie es heißt, versammelt waren im Gebet. Und gewiss war die Gottesmutter Maria in ihrer Mitte, die Braut des Heiligen Geistes, die erste Jüngerin des Herrn. Ja, das Modell der Kirche, könnte man sagen, dieses Modell für diese Offenheit, für das Wirken des Heiligen Geistes. Sie hat durch den Heiligen Geist Jesus, den Sohn Gottes, dieses ewige Wort des Vaters empfangen und geboren. In ihr wirkte dieser Wille Gottes. Sie war immer vollkommen eins mit dem Willen, mit den Plänen des einen dreifaltigen Gottes, frei von jedem Makel der Erbschuld, von jeder Sünde. Sie war nie getrennt von dieser Gemeinschaft mit Gott. Uns trennt oft die Sünde, die Schuld. Das ist es, was uns diese Gemeinschaft mit Gott oft nicht erkennen lässt. Sie schwächt diese Verbindung mit Christus, ja, diese Verbindung mit dem Heiligen Geist. Deswegen sagt Jesus ja zu seinen Aposteln, als er als der Auferstandene zu ihnen gekommen ist, wem er die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Er haucht sie an mit dem Heiligen Geist.
Ja, diese Vollmacht schenkt Jesus seinen Priestern. Diese Sündenvergebung, diese Macht, Sünden zu vergeben in seinem Namen, damit uns nichts hindert, uns nichts trennt von Gott, damit wir nicht blockiert sind, verschlossen für das Kommen des Heiligen Geistes, damit wir seine Charismen, diese Geistesgaben dankbar annehmen und einsetzen für das Wohl aller, für den Aufbau des Leibes Christi, für seine Kirche, für die Verkündigung des Evangeliums. Und in der Lesung haben wir gehört von den Früchten des Heiligen Geistes. Die erste und größte und wichtigste Frucht des Geistes Gottes, der in uns wirkt, ist die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander. Ja, in der Kraft dieses Geistes Gottes können wir einander in Liebe annehmen, können wir einander verzeihen, wenn wir aneinander schuldig geworden sind. Können wir unsere Sündhaftigkeit, unsere schlechten Gewohnheiten besiegen und überwinden, dann leben wir nicht mehr im Fleisch, sind wir nicht mehr vom Fleisch, sondern wirklich vom Geist Gottes bestimmt und geprägt. Und der Geist Gottes bringt Freude hervor, eine ganz tiefe Freude, die auch dann da ist, wenn man leidet, wenn man Schwierigkeiten ertragen muss, wenn manches oft nicht so läuft, nicht so kommt, wie man es sich wünscht, wie man es eigentlich gerne möchte. Diese Freude ist dann auch da, wenn man krank ist, wenn scheinbar alles sinnlos ist, wenn man nichts tun kann. Aber dieser Geist Gottes, er offenbart dieses Geheimnis auch, dass man gerade durch Schmerzen, durch Krankheit und Leid noch mehr verbunden wird mit Christus, mit seinem Kreuzesopfer, dass man mit ihm dieses Leid aufopfern kann für die Menschen, für das Heil der Welt, für die Bekehrung der Sünder, damit dieses Reich Gottes sich ausbreitet. Auch dieses Geheimnis offenbart der Geist Gottes. Und er schenkt diesen wahren Frieden des auferstandenen Herrn. Er erfüllt unser Herz mit Frieden, weil wir durch Jesus die Vergebung der Sünden empfangen haben. Und er schenkt diese Kraft zur Güte, zur Freundlichkeit. Er erfüllt uns mit dem Geist der Barmherzigkeit, mit dem Geist des Vaters und des Sohnes. Und dieser Geist Gottes, er stärkt uns zum Zeugnis. Er schenkt uns die richtigen Worte, wenn wir einmal gerufen sind, ja, zu bezeugen, dass Jesus der Retter und Erlöser ist, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn wir berufen sind, ja, ihn zu bezeugen, diesen einen und dreifaltigen Gott. Und Maria, sie bittet immer für uns, so wie damals im Abendmahlsaal, dass dieser Geist Gottes uns stärkt, uns erleuchtet, uns führt. Ja, lassen wir uns auch jetzt in dieser Stunde neu erfüllen von der Kraft des Geistes Gottes, von seinem Licht, von seiner Herrlichkeit, seinem Frieden. Ja, bitten wir immer wieder neu, dass der Geist Gottes uns stärkt, damit wir unsere alltäglichen Pflichten treu erfüllen, aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Damit wir spüren, dass wir in jedem Augenblick unseres Lebens Gott nahe sind, ja, dass dieser Gott in uns Wohnung genommen hat, dass er immer bei uns bleibt und dass er uns hineinführt in seine Herrlichkeit, dass er uns führt auf den Heilsplan, den er für unser Leben hat, dass wir verstehen, was sein Wille ist, was er von uns erwartet, und damit wir schon jetzt etwas von dieser Auferstehung, von diesem neuen Leben in Christus erfahren können, von diesem Geschenk, das der Vater uns gibt in seinem Sohn,
dass er uns ein neues Herz schenkt und einen neuen Geist, ein neues Leben, weil wir durch Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, schon teilhaben an seiner Herrlichkeit und an seinem göttlichen Leben. Amen.